Zu Martin, dem Studenten, schlich Dipsy den Dolch im Gewande. Ihn schlug unsere Steffi in Bande. Was wolltest du mit dem Dolche? Sprich! Entgegnet ihr finster der Wüterich. Die Uni von Martin befreien. Das sollst du am Fallturm bereuen. Ich bin, spricht Dipsy, zu sterben bereit und bitte nicht um mein Leben. Doch willst du Verständnis mir geben, wie du denn planst, mich zu erlegen? Ich flehe dich um 3 Hinweise an, damit ich den Fallturm erklären kann. Ich lasse dir den Wichtel als Bürgen. Sie magst du, versage ich, erwürgen. Hey! Da lächelte Martin mit arger List und sprach nach kurzem Bedenken. Nur 2 Tipps will ich dir schenken, doch wisse, wenn sie gegeben, die Tipps, und doch der Versuch nicht erklärt ist, so muss sie statt deiner erblassen. Im Ernst? Ich kann das nicht fassen! Mit dem ersten Hinweise fange ich jetzt an. Am Turm oben, dort sollst du hängen, unmöglich die Fesseln zu sprengen. Und mit dieser Armbrust ziel ich sodann, auf dass dich niemand mehr retten kann. Und löst sich der Pfeil, so fällst du hinab. Hast du es schon? Denn bald wird es knapp. Dem Wichtel, dem wird es Angst und Bang. Wird das ruchlose Tabby es schaffen? Es scheint furchtbar langsam zu raffen. Hoffentlich braucht es nicht allzu lang, sonst wird diese Wette mein Niedergang. Und damit verstummt sie sogleich, die Wangen vor Schrecken ganz bleich. Der 2. Tipp, der folgt zuvor, wird auf den Hängepunkt gezielt. Ist egal, wie schnell der Pfeil auch fliegt. Ihr trefft euch stets am selben Ort, der Pfeil in deinen Bauch gebohrt. Entschuldigung, das wäre Mord! Ich hab's, wie ich sogleich vermerke. Ohne Gravitation, so flöge der Pfeil direkt auf mich zu, ganz ohne Eil. Aber bei jeder Abschussstärke geht die Schwerkraft identisch zu Werke. Und der Pfeil, trotz Anfangsgeschwindigkeit, fällt so viel wie ich an gleicher Zeit. Du hast es gelöst. Lass mich's demonstrieren. Sogleich wird die Armbrust gespannt. Die Zuschauer warten gebannt. Ich drück auf den Knopf und so wird's passieren. Du wirst getroffen, das kann ich garantieren. So drückt Martin rasch, sich der Folge bewusst. Und es sinkt der Pfeil in des fallenden Brust. Den Wichtel sieht Martin gelassen an. Drauf spricht er. Ihm ist es gelungen. Die Aufgabe hat es bezwungen. Das Tabby, was habt ihr ihm angetan? Nun nehmet euch seiner Pflege an. Es sei, gewährt mir die Bitte, in eurer WG das 3.